So, meine Damen und Herren, da sind wir wieder zurück bei Elden Ring bei der nächsten Folge. Ist immer noch ein Live-Let's Play, das hat auf Twitch gestreamt und auf YouTube nachträglich hochgeladen für alle, die Bock haben, das nachträglich zu gucken. So, Mikrofon ist jetzt richtig. Ich habe in der letzten Folge noch gesagt, zuerst ganz kurz, wo bin ich, ne? Das mache ich am Anfang der Folge. Ich kurz zeige, wo ich bin. Also, die allerersten Folgen habe ich es nicht gemacht, aber irgendwann habe ich es mir dann angewöhnt. Wir sind hier am Startgebiet mit dieser Dings, wo man nochmal rein kann. Denn, ich wollte mit den NPCs hier nochmal reden. Mit ihr wollte ich nochmal reden, mit den Leuten da hinten. Oh, well done. Mit ihm, Entschuldigung. Well done indeed. You made it through that entire mess all the way to Stormvale. And off you trotted to the Round Table Hold. My sincerest congratulations. But how did you find the Round Table? Oh, you don't have to say it. Before, the Round Table was chock full of venerated warriors. But now, it's home to puff chests and has-beens. I fear you've been terribly disappointed. I don't blame you. But still, the Round Table has its perks. Why not earn a seat? Fly straight and true, so to speak. Ah, then you're interested. A wise choice indeed. To join the Round Table proper, you must acquire a great rune and request audience with the two fingers in the inner chamber. They are the purported masters of the grace that guides your kind, the Tarnished. Yes. Pay them a visit, so that you may see for yourself. Challenge Godric the Grafted, Lord of Stormvale, to acquire a great rune. Decrepit he may be, but a demigod he remains. And of course, an inheritor of a great rune. Worse yet, I hear old Godric's acquired a ferocious new toy to graft. So, prepare for the worst. What's the matter? Aren't you supposed to be earning your place? Then you must face Godric the Grafted. For without a great with the two... What's the matter? Aren't you supposed to be earning... Okay, also das, wir haben ein Ziel. Zumindest das, was der NPC sagt. Leben die noch? Das ist mir nie aufgefallen, wo ich hier durch bin. Ihr Armen. Die schreien ja. Das ist mir beim allerersten Mal gar nicht aufgefallen. What the hell? So. Mit ihm wollte ich noch reden. Achso, ja, das war der Wegweiser ganz am Anfang. So. Weren't you... Well, you're back. Care to buy something? There are others of my people who yet survive in these lands. If the mood takes you and you meet one, then offer them some trade, my people. Wanderers all, which is why we cannot settle. But thanks to that, things are not so different for us now. Though the Elden Ring is shattered, I think this makes us kindred spirits of sorts. Your people, the Tarnished, and mine. Perhaps you don't need to hear this, but see that no harm comes to my kin. We have a saying, we wanderers. Lament not your solitude. Expect no sympathy, no regard, nothing. But if anyone dares harm us, show them no mercy.
That is our code, so to speak. Just the way we are. Deeply unforgiving. Ich hätte doch zuhören sollen beim ersten, was sie gesagt hat. Über das Heulen im Nebelwald. Goodbye. Das hatten wir in der letzten Folge gehört. What is it? The howl of a wolf in the mistwood. Dann nicht nach dem Wolf aus. I suppose he must still be skulking about. I know. Why not meet him for yourself? Next time you hear the wolf's howl, make this signal right under the source. Ah, don't fret. There is nothing to fear. I just have an inkling the two of you might hit it off. Lol, also. Hey, cool. Wir hatten den ja gesehen, als wir hochgeguckt haben. Und es stand ja eine Nachricht unten dran, im Sinne von Händler-Geste. Und weil ich wusste, dass dieser Händler noch einen Text hat, also wusste, ich konnte das allererste Mal schon mit ihm reden, bin ich einfach mal zu ihm gegangen. Dass der einzige Händler ist, der in der Nähe halt noch das hatte. Und das scheint die richtige Entscheidung gewesen zu sein. Asche der Wunsch am Arznei. Wegpunkt. Oha. Handbuch des Missionars. Wie viel habe ich denn? 3000. Ich könnte sie alle kaufen. Wie machen das? Ein Teleskop. Auch nicht schlecht. Wir machen das mal. Einfach haben. Sicher nicht schlecht. Und den Rest lassen wir mal. Habe ich noch irgendwas doppelt gekriegt in der Zwischenzeit? Das hier abzugeben. Goodbye. Danke dir. Okay, also Fingerschnipsen. Das heißt, wir müssen nochmal hier hin. Das machen wir jetzt natürlich zuerst, das ist ja keine Frage. Die Mission, die uns der NPC am Anfang gegeben hat, ist klar. Da müssen wir beim Boss töten. Das wird ewig dauern, bis wir da hinkommen. Und das, was er mir jetzt gegeben hat, ist das Heulen hier halt. Das ziehen wir jetzt natürlich vor. Obwohl ich gesagt habe, ich will auch zurück ins Stadtgebiet, weil es da noch einen Schlüssel gibt, den wir, glaube ich, ansetzen können. Zumindest, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und zusätzlich nochmal... Tot. Und zusätzlich nochmal in die Höhle mit Iron Fist. Ja, der da oben. Also jetzt muss ich... Er hat gesagt, ich muss unten hinstehen. Und dann Fingerschnipsen. Wo ist denn die Schnipsgeste? Winken, halten. Herbeiwinken. Was herbeiwinken? Stärke. Verbeugen. Fingerschnipsen. Ja, mir ist. Fingerschnipsen. Who goes there? Carly sent you, did he? Oha. Ever the bloody busybody. Maybe to him you don't seem so strange. The name's Blythe. I'm looking for a man who goes by Darrowell. He fled somewhere nearby. Or so I've heard. Come tell me if you find him before I do. I can offer you ample reward. Darrowell is nothing but a traitor, and in need of a fitting end to his tale. Darrowell. Darrowell is nothing but and in need of a fitting end.
Okay, gut, dann haben wir jetzt hier also noch einen Dude. Nice. Das ist das, wovon man wohl in der letzten Folge da geredet hatte, ne? Also in meinem Chat wurde darüber diskutiert. Deswegen hatte ich auch nach oben geguckt, deswegen... Also ich habe das Heulen ja gehört, aber ich hätte den jetzt nicht von Anfang an gefunden. Habe hochgeguckt und dann... ja. Darrowell is nothing but a traitor. And in need of a... Ja, das... alles gut, das machen wir dann. Blade, der Halbwolf. Ja. Ich dachte, dass wirklich unten nochmal was ist, deswegen gehen wir jetzt nochmal hin. Irgendwo war da eine riesige, genau diese Stelle hier. Ich bin nicht der Einzige, der das Schreien hört, oder? Aber dafür müsste ich nochmal runter, das wäre das Startgebiet, da will ich ja nicht nochmal durch. Vielleicht wenn ich, sind das die oben gekreuzigten? Die, okay. Ja, ja, deswegen sind wir hier. Es ist dein Magen. Oh mein Gott. Dein armer Magen. Ist es Gift? Seems like Gift. Habe mich verklickt. Trifft er mich hier? Die Frage schreit nach einer Antwort. Hoffentlich nicht das obere, doch leider ist es das obere. Ich bin froh, dass ich das noch nicht ganz, ganz früh am Anfang gemacht habe.
Oh, jetzt weiß ich gar nicht, ob ich... Oh Gott. Okay, einen Moment. Dann will ich aber die Seite auch noch überprüfen hier. Ja, da müssen wir, glaube ich, nochmal warten. Kann es sein, dass er noch weiter runterfährt, selbst dann, wenn wir unten ankommen? Ich glaube schon, oder? Ich bin mal so frei und renne hier jetzt. Ich mache hier nochmal eine Verschnaufpause, weil ich glaube, der fährt durch. In dem Moment, wo er merkt, dass wir... Ah, hallo. Da eine Kurve oder so. Was macht er denn jetzt da? Oh oh. Ja, here we go. Oh, da darf ich nicht, okay. Oh oh. Ja, hallo. Er dreht mich noch dreimal. Nicht jetzt. Scheiße, ich höre ihn hinter mir schon. Auch nösen. Ah, er macht hier nochmal einen Bremser. Der Sack wechselt da an der Stelle nochmal. Sind nur 700 Gunst, by the way. Scheiße. Miese Brise, dieses Dingsbums da. Jetzt, wenn er hochfährt, habe ich eine reelle Chance, weil er den ganzen Weg nochmal runter muss.
viel Zeit habe ich da? Schaffe ich nicht von der Zeit her. Nicht so schneller? Schnell genug. Aber ich habe eine Idee. Bitte nicht so viel spoilern, lass mich die Sachen selber ausprobieren. Shit. Das geht auch nicht. Jumpen. Das dürfte ich eigentlich überleben. Das sieht doch schon mal besser aus.
wirklich jetzt. Oh! Fuck! Scheiße. Damit hab ich nicht gerechnet. Offensichtlich nicht. Wie kann man eigentlich abschießen, oder? Ich hab schon mal draufgeschlagen beim anderen. Das heißt, ich müsste theoretisch hier auch draufschießen können. Aber wir versuchen es mal mit Rennen. Yo! Nein! Ach, wie mies. Die Brise, miese Brise. Schatz. Okay. Ich wäre halt durchgekommen. Macht das um ein Vielfaches einfacher. Ich wusste halt, dass man schon draufschlagen kann. Damit das Ding dann runtergeht. Ob der Schild auch den Shredder tankt, ist eine gute Frage. Ich glaube aber nicht, ich denke, der hat Unlimited Damage, also weißt du, das Maximale, was rausgeht. Und mein Schild ja auch nur einen Teil absorbiert. Blitzfett. Okay, ja. Haben auch Sie es eilig am Morgen? Schmieren Sie Blitzfett auf Ihr Brötchen. Schnell und gesund. Es war nur ein Gedanke mit dem Schild. Es ist sicher, also ein Versuch wäre sicher wert eigentlich. Aber jetzt bin ich halt schon unten. Vergessen die Dings wieder anzumachen. Ich sehe gar nicht so wahnsinnig viel, wenn ich hier so rumlaufen, Entschuldigung, nicht so rumlaufen. Warum habe ich das Gefühl, das ist ein Bait? Gunst, war irgendeine Gunst.
glaube, ich muss hier mit Konter arbeiten, das ist fast besser. Ein Schildschlag sollte ich vielleicht dodgen. Nein, du bist kein bisschen mühsam. Kein bisschen mühsam bist du. Nein, nein. Kann ich um dich rumrennen? Da kommt noch eine andere von hinten. No way! Oh, die kommen nicht wieder rücken. Okay. Oh, oh. Ja, Mann! Du hast mich auch geschlagen! Das Gefühl, hier wird mit zwei Maßen gemessen. Autsch, autsch. Nein, ich hatte den Fehler vorhin schon gemacht. Oh mein Gott, das war einfach nur Luck. Ich hatte es überhaupt nicht mehr unter Kontrolle. Das war jetzt einfach nur Glück. Pures. Pures. Wie sieht's aus mit Feuer bei dir, Schnubi? Trägt sie nicht so gut. Okay. Können wir nicht einfach Freunde sein? Deutliches Nein. Ja, ich könnte auch so schnell zuschlagen, wenn ich mehr Hände hätte. Deswegen bist du nicht cool. Okay, wir müssen dann nochmal runter. Scheiße, dann. Der Gestrandeten. Ich hätte jetzt einen anderen Namen für den Friedhof. Der Talisman ist super. Was hat der hier, ne? Oha. Ja, bist du fertig da oben jetzt? Wird auch nicht jünger. Roll mal hin. Aber der Seite geht's auch, oder? Und tot. Lol.
Ausrüstung, Ausdauer. Wie viel dann? Wird mir wahrscheinlich sogar angezeigt eigentlich. Oder? Also Gewicht um 3, so wie es aussieht. Wird das nirgendwo angezeigt, wie viele HP ich habe? 1 und 6,24. Ah doch, und zwar um 7 und... Nee, Jox, dankeschön. Den Resub. Was der Hackentalisman ist, erhöht den Fokus. Dankeschön für 900, mein Lieber. Ey, Glücking, hatte ich mich bedankt bei deinem Sub, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Danke nochmals für 42 Monate. Ich glaube nicht, ich glaube, deinen habe ich einfach frech überlesen, ne? Das ist sicher wieder aktiv, oder? So, ich muss bei dir, diese Lady muss ich entschieden. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Entschiedene vorangehen. Oh oh. Warum setze ich die Kriegsraschenfähigkeit meiner Bluthundklinge nicht ein? Weil es halt Punkte verbraucht und ich das nicht immer möchte. Das ist eigentlich voll gemein, wenn du hier vorne hingehst und die springt runter, springt hinten halt auch nochmal einer runter. Kommt die nochmal? Oder muss ich die nur ein einziges Mal töten? Ah, ich verstehe. Der Geduldsfaden gerissen, ne Schatz? Da. Oh oh. Ja! Warum setzt du deine Fähigkeit von der Waffe nicht ein? Ja, es ist so. Och nö, Mann, jetzt bin ich wieder hier oben. Warum ich sterbe? Das freien Stücken. Ob ich da einfach runterspringen kann. Dürfte von der Höhe her nicht viel höher sein, oder?
Nee, ist ein Witz eigentlich. Das dürfte ich sogar überleben. Ah, das war, glaube ich, viel zu früh, oder? Warte mal, warte mal, warte mal. Das ist meine Chance. Nein! Tschüss. Das wäre, glaube ich, meine Chance gewesen. Ich kann eigentlich auch da mal runterspringen und gucken, ob das... Das dürfte eigentlich gehen, ja. Dementsprechend... I'm fine, totally fine. Hey. Jesus. Ich bin fast runtergefallen. Die blöde Kuh ist tot.
Da, ja, da bin ich wieder, hallo. Mein Mikrofon wollte wegrennen. Ich habe es aber gepackt und direkt wieder angeschlossen. Wieder gar nicht. Das hat dein Ohr gefreut. War das laut für dich? Entschuldigung, wenn das laut war für euch. Und was bringt mir das jetzt hier? Ah, ich kann hier runterspringen. Kann ich auf beiden Seiten runterspringen? Gut gekratzt. Also das Mikrofon hat so Kratzgeräusche gemacht. Sorry dafür. Der hat sich einfach rausgeklinkt. Ich weiß auch nicht, was da genau passiert ist. Entschuldigung. Von wo springe ich denn? Macht denn Sinn? Die kriegst du aber echt stark, L2 und dann gleich R2 hinterher, das weißt du schon, oder? Ja, natürlich. Ich habe das doch vorhin gemacht und sie hat mich instant getötet. Ich weiß, dass das stark ist, aber du kannst das nicht einfach bei jedem Boss einsetzen, weil jeder Boss unterschiedlich schnell zuschlägt. Okay, das sieht aber schon mal richtig aus. Hier ist eine Treppe. Acht. Danke. Ein Haufen nichts. Aber von hier kann ich wieder weiter hoch. Verstehe. Also diese Dungeon. Was? Eins Hebel. Und dran ist nichts mehr. Stelle, wo ich zwischen reinspringen kann. Liegen ist gestorben, weit weg. Kann ich heute mich wieder im Geist verfolgen. What the fuck? Ach nein, da war ja was. Will ich den Schmerz? Diesen tiefen Schmerz. Fuck. Ah, als ob ich das einfach vergesse, dass hinten eine. Oh, meine Fresse. Wie schaffe ich das? Mein Brain hat es einfach ausgeblendet. Da war einfach so: Ja, das ist ein Gang. Ey, da kannst du voll nach hinten laufen. Ja, einfach weitergehen. Ey, ist kein Thema, Mann. Kein Thema, Mann. Einfach rennen. Passt schon. Und ich lauf zurück und lauf zurück und lauf zurück und. The fuck. Geht er weiter hoch oder zieht er schon durch? Zieht schon durch, oder? Nein, er geht. Ich kann rennen. Frage ist nur, kann ich ganz durchrennen? Jetzt. Ich renne einfach, okay? Soll schon schief gehen. Papa. Ja.
ausdauern, ne? Liga der Drachenkommunion. Warte mal. Verstärkt Drachenkommunionsaufruf. Drachenwunden. Ja, super, jetzt bin ich hier gefangen in diesem. Mein Gott! Scheiße. Okay, und jetzt muss ich wieder theoretisch zurückrennen. Ich warte mal ganz kurz, bis der kommt, weil ansonsten bin ich noch tot. Eine Waffe, ja, danke. Ich dachte schon, er dreht. Ah, der rennt auf beiden Seiten, glaube ich, hoch und runter, oder? Wirklich, ne? Wie das? So, irgendwo hatten wir doch noch eine Abzweigung. Das war jetzt nach unten weg. Oh, shit. Ich höre ihn. Ich höre ihn. Uff. Danke für nichts. Wo bin ich denn hier jetzt? Wie weit geht das denn noch runter hier, Mann? Ja, kannst du mal ein paar Schritte nach vorne machen? Nein, der schießt aber mit seiner Armbrust. Juju! Also, wie lange ist denn der unterwegs jetzt? Warten der jetzt Kreise? Jetzt fährt er hoch, runter, rechts, links. Jetzt dreht er nochmal durch. Was ist denn jetzt der Plan von dir? Drehst du jetzt da nochmal und kamst nicht drauf klar, dass ich gerade links stand? Oder nein, der fährt einmal durch. Er dreht. Und er dreht wieder zurück. Nee, okay, warte, dann weiß ich, was das Problem ist. Das checkt er, glaube ich, nicht. Wenn ich jetzt hier stehe, ne? Dann hat er das Gefühl, ich bin oben. Hier. Das heißt, er fährt jetzt hoch. Ja, guck. Nice. Okay. Ich dachte mir noch, er fährt irgendwo ganz anders durch. Das hört sich gar nicht nach den Gebieten, wo ich jetzt dachte, dass er da... What the fuck? Why are you doing this? Ist der Moment, wo ich eigentlich möchte, dass du sie überfährst. Schaffst du das? Schaffst du das? Schaffst du das? Danke, Mann. Wow, Cyberzwerg. Danke für die Geschenksubs, Mann. Für die 10. Super nett. Ey, aber jetzt habe ich meine Seelen oben ja gar nicht geholt. Müsste ich dann jetzt nochmal zurück? Weil das scheint ein Boss zu sein hier. Wie viele Seelen hatte ich dann? 1000 oder so? Nicht so viele. Aber den müsste ich schon noch töten, Mann. Ah, ja, dann kommt er wieder. Nein, 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 kein Move! Oh Gott, ich bin tot. Ich muss nochmal kurz hoch. Lass mich bitte nochmal kurz hochgehen, runterspringen, Seele holen, Ritter töten, runterspringen, runterrennen. Habe ich die Genehmigung? Ich habe die Genehmigung, oder? Sehr gut. Formular A38 oder sowas. Ja. Dann tun wir wieder so, als ob wir ganz oben sind. Weil... Ach so, ich kann theoretisch ja auch dann von hier runterspringen und von hier dann durchlaufen. Das ist ja noch viel smarter. Eigentlich.
Ja, aber das ist aber nicht smart, was ich jetzt mache, weil theoretisch... Ich lasse den jetzt runterrollen. Wir lassen den mal schnell runterrollen nochmal. Ich glaube, dass die Zeitspanne tatsächlich größer ist, dass wenn er von unten hochkommt, dass wenn ich auf ihn zurenne und er von oben runter geht. Mir schon. Oh oh, oh oh, und dann sterbe ich wegen so einem. Nein! Nicht akzeptabel, Kleiner. Nicht akzeptabel. Mir ist aufgefallen, wenn ich diesen Trank trinke und dieses Lebenspunkt der Regenerationsdings drauf habe, in Kombination mit diesem gesegneten Talisman, dann regeneriere ich über das Talismanchen, regeneriere ich die ganze Zeit Leben. Oh, da kam der Schweizer durch, ich habe das gehört. Ich kann es sonst, ich mache es auf Schweizerdeutsch, also so mit Hochdeutsch, mit Schweizer Akzent. Wenn ich hier diesen Talisman drin habe, oder? Dann regeneriere die ganze Zeit die Lebenspunkte, die gehen hoch. Und wenn ich natürlich diesen Trank, ne, also diesen gemixten Trank hier mit für eine gewisse Zeit werden Lebenspunkte regeneriert, trinke, dann ist die Regeneration also schon echt schnell. So, jetzt können wir wieder switchen. Ist nicht lustig. Okay, ja, sorry. Ich deinen Humor nicht treffe. Tot. Obwohl, du hast noch ein Kappa dahinter geschrieben. Weiß ich trotzdem nicht, was ich davon halten soll. So. Ah ja, das war der Lift. Bei dem ich total noch nie runtergefahren bin. Der Dungeon, oder? Das ist der Dungeon, den du halt auswählen kannst. Direkt am Anfang schon, den du mit dem Siegel öffnen kannst im Prinzip. Der droppt doch sicher auch einen Gegenstand, oder? Nur der andere. Wir sind hier wirklich für was hier hochgekommen. Wie lange ich Leben mit dem Trank kriege? Naja, ich hab's vorhin. Also, siehst du, wie ich glühe noch hier? Das klang falsch. Das war jetzt nicht auf eine. War nicht homosexuell gemeint. Siehst du, wie ich glühe? Sondern mehr so. Siehst du, wie ich glühe? Wie diese Sparklings da, ne? Wie das so aus dem Body kommt. Solange das drin ist, ist die Fähigkeit auf der anderen Seite aktiv. Naja, vielleicht glühe ich auch. Das spielt ja keine Rolle. Aber... Ja doch, da kann ich... Also da kann ich runterjumpen und das ist der... Jetzt ist vorbei. Ne? Seit ich es unten aktiviert habe, vor dem Flammending bis hierhin. Das ist schon eine recht lange Zeit. Also in einem Bosskampf nicht zu verachten, würde ich jetzt meinen. Vielleicht gibt es ja sogar noch eine Träne oder wie diese Mix-Dinger auch immer heißen, die dafür sorgen, dass die Fähigkeit länger hält. Da komm. Hoch, oben. Da ist ein anderer. Der will auch runter. Ach, scheiße. Ist das jetzt seine Spanne? Rechts nach links, nach rechts nach links. Alright. Kann ich auf ihn draufspringen und ihn töten?
Wenn er so keinen Schaden kriegt, kriegt er auch keinen Schaden von meinem Schwert. Ganz rechts stehen, dann fährt er vielleicht auch. Das ist eine gute Idee. Ich versuche mal ganz rechts hier zu stehen. Mal gucken, ob er dann... gucken, ob er dann hochfährt. Das scheint ihn nicht wirklich zu jucken. Ich mach's anders. Da oben nach. Oh oh. Oh. Aha. Die kann ich wahrscheinlich nur, wenn ich oben stehe, abschießen. Ja. Nicht so. Gar nicht so wichtig. Ich bin jetzt extra hier hin. Dann von hier schnell runter zu rennen. Aber wir gehen jetzt zum Boss. Aber okay, dann wären da theoretisch Bomben, die man... schießen kann. Nein! Das lief nicht nach Plan. Offensichtlich nicht. Wenn man den kaputt macht mit den Bomben, gibt er was? Wow. Was, gibt er Loot? Er gibt Loot. Soll ich den da kurz killen, Chat? Also soll ich das machen? Soll ich nochmal hochlaufen und dann mit dem Dings den töten? Schon, oder? Ja, irgendwie schade, wenn ich das nicht machen würde. Nein? Warum nein? Soll ich zuerst zum Boss? Zuerst Boss und nachher dann machen wir das. Okay, machen wir es. Machen wir es so. Gegessen. Ja, das ist ein Angriffsmuster. Lol. Au! Oh Gott.
Okay, nee, hey, cool. Gleich zweimal. Ja, läuft bei dir. Alter Schwede. Wir hatten so einen Pfahl vorne draußen. Er kann meine zwei Beschworenen nicht richtig töten. Oh shit. Okay, das könnte sein, dass er den einen jetzt erwischt hatte. Nein. Kann das scheiß Ding nicht abschlagen, den Schweif. Oh, ich muss echt mehr auf das gucken. Max, dankeschön für den Resub. Einer ist weg. Shit. Das wird nicht gut ausgehen. Kann ich das? Nein, und da ist mein zweiter weg. Alright, also ich kann ihn eigentlich relativ einfach töten, wenn ich meine zwei Milizjungs hole, weil wenn die auf dem Boden liegen und sich gerade am Wiederbeleben sind, dann werden die vollständig getötet. Jetzt weiß ich gar nicht, ob das überhaupt spannend ist, wenn ich das mit denen mache. Also es ist schon ein bisschen sehr stark, weil er die nicht richtig tot kriegt. Das sind diese hier, diese Asche der Skelettmiliz und die funktionieren wie normale Skelettmiliz. Und zwar
die schlägst du und dann liegen die auf dem Boden und dann wollen sie sich wiederbeleben. Und dann musst du nochmal zuschlagen, dass sie kaputt gehen. Wenn ich sie jetzt aber beschwöre und er natürlich dann slidet da durch, er grabbt einen, dann verbrennt er den, dann spuckt er die wieder aus. Und bis das nächste Angriffsmuster kommt, überleben die teilweise. Was ist mein Grund, Char? Bettler. Du bist Bettler begonnen. Ich versuche, ich kämpfe mal einmal gegen ihn ohne. Nein, ich wollte gerade noch ausweichen. Oh Gott, das war nicht mal... Ich hatte einfach nur Glück. Ja, ich wollte weg, aber er war ein bisschen fett im Weg. Naja, dieses Mal nicht, mein Freund. Ich wäre nicht so gerne gegessen und gegrillt, während das nicht gegessen würde. Und gegrillt würde. Heiligschaden, du Sack. Nice. Betäubt, oder? Jawohl, und dann. Huh! Da ist jemand sauer. Oh ja. Nein! Nein! Was habe ich dir übers Essen und Grillen gesagt? Gerade vorhin noch. Oh. Alter, es ist so wenig Lebenspunkte. Es ist so wenig Lebenspunkte.
nicht gut, Nils. Nicht schon wieder. Uff. Ich habe ihn doch getroffen. No! Das kannst du keiner Sau erzählen. Das kannst du des... Ich bin traurig, Chat. Ich bin sehr traurig. Ich hab Feuer geworfen. Ich habe das Feuer geworfen und ich habe ihn scheinbar nicht getroffen. Also das ist so an ihm ganz, ganz knapp hinten durch vorbei. Und dann isst er mich wieder. Es ist mühsam. Es ist einfach mühsam mit diesen menschenfressenden Wesen hier. Unerhört. Also gut, wir machen nochmal. Komm, ist schon okay. Man soll sich an den Bossen ein bisschen die Zähne ausbeißen. So gehört sich das auch. Oh oh. Ja, das wollte ich verhindern. Ja, das schwingt ja nochmal. Ich weiß halt teilweise nicht, ob er mich anvisiert oder meine Mates. Wie der da wieder durchwühlt. Autsch. Okay, das ist jetzt einer, der weg ist. Obviously. Komm. Ich wollte gerade noch rollen. Puh. Ich dachte, jetzt schlage ich einfach zu, statt ewig zu warten. Hey, nice, goldener Saat, cool. Asche der verbannten Ritter.
des verbannten Ritters Oleg. Ja, nice. Ey, cool. Wird es den Raum noch kleiner und den Gegner größer gemacht? Also in dem Moment, wo du reinkommst, dass du bereits von seinem Bauch riechen kannst, wahrscheinlich, ne? Ist ein Stolz auf dich, dankeschön. Okay. Schauen wir uns mal ganz kurz an, was wir dann hier noch gekriegt haben. Jetzt hat übrigens meine Heilung aufgehört, die verstärkte. 100. Ruf den Geist des verbannten Ritters Oleg. Oleg! Ich muss jetzt aber schon sagen, auf die Asche der Skelettmiliz werde ich, glaube ich, häufiger zurückgreifen. Also, dass die zwei sich einfach wiederbeleben. Oh, ich meine, ihr habt das zweite Mal, wo ich reingegangen bin, habt ihr es gesehen. Ich habe die gerufen und die waren fast bis zum Ende hin, waren die da. Ich konnte immer gucken, ob ich hinten seinen Schweif abschlagen kann, weil ich wissen wollte, ob das geht oder nicht. So, also, was macht jetzt mehr Sinn? Hochzurennen, raus und hochzurennen? Ich glaube, ich renne kurz raus und wieder hoch. Obwohl mit meinen 15.000 würde ich vielleicht noch rausgehen. Ich renne den ganzen Weg. Ich renne den ganzen Weg nochmal kurz runter, wenn ich vom Leuchtfeuer oben aus, von der Gunst oben ausgehe. Und dann töten wir ihn noch schnell mit diesen Bomben. Kopflos ist auch gut. Es liebt, dass du schreibst, aber ich nicht zu viel verraten. Ich will dir auch einfach gemütlich ausprobieren. Also, dann haben wir 81. Ich versuche da die FPS noch hochzukriegen, damit ich die ganzen Geister, die man beschwören kann, noch ausprobieren will, weil ich finde, ich bin einfach totaler Fan von dieser Idee, dass du diese Leute noch mitbeschwören kannst. Das ist so eine gute Ergänzung. Okay, so, ja, alles cool, alles gut. Er wusste die eigentlich, dass wenn er sich dreht, dass es sein kann, dass seine Räder einen treffen. Ich wollte es nur gesagt haben. Falls es jemanden gibt, der denkt, ich stehe einfach mal ganz nah dran und wenn es sich dreht, passiert das schon. Nichts. Also wegen dem, ey, der ist ganz gut und der ist ganz gut. Sieg, alles gut. Ne, ist kein Problem. Ich weiß gar nicht, ob es in Ordnung ist, das reinzuschreiben oder nicht. Bin mir da gar nicht sicher. Weißt du was, wir lassen's. Wenn du sagst, hey, die Waffe ist ganz gut oder die Fähigkeit ist ganz gut, dann schreib das rein. Ist in Ordnung. Das ist vielleicht auch ein bisschen überempfindlich, wenn jetzt ich deswegen schon blöd reagiere. Schreib's ruhig rein. Ist in Ordnung. Ich habe mir das jetzt gerade so gedingselt. Du kannst, wenn du sagst, der Geist ist cool oder die Waffe ist cool, schreib's rein. Das ist mein Erlaubnis. Ansonsten weiß man am Ende gar nicht mehr, was man reinschreiben muss und was nicht. Das ist auch irgendwie blöd. Hey, danke, ich fühle mich. Ja, kein Problem. Ja, also die Asche ist halt einfach als Unterstützung mega gut geeignet. Es gibt halt eine neue Wendung bei den Bossgegnern rein. Vor allem, es entspannt halt auch ein bisschen. Wenn du halt die Geister rufst, der Boss fokussiert ja nicht nur dich dann, sondern er fokussiert halt auch effektiv die Geister. Was dazu führt, dass du da ein bisschen eine Verschnaufpause hast, tatsächlich.
wenn man die Story grob erklären kann. Du bist niemand, der in eine Welt geworfen wird, mit viel Magie und Tod. Und musst irgendwie versuchen herauszufinden, warum und was und wie. Ich weiß es selber nicht genau. Ich glaube, wenn du die Story von Elden Ring versuchst zu erklären, dann spoilerst du automatisch. Da hast du gar nicht viel Möglichkeiten. Den ja trotzdem finden in dieser riesigen Welt. Also den Boss hier meinst du, oder wie? Du bist ein Ich komme immer wieder Typ. Oh oh. Och nö, Mann, ich will echt nicht noch länger in dieser Dungeon drinne sein. Lass mich doch den jetzt einfach töten, indem dass ich auf diese Fässer da oben schieße. Und dann will ich hier raus! Ich hab's gesehen. Es ist ein Typ, der da rumfährt drin. Um nicht ausfallen zu werden. Wenn man den Trailer zu Elden Ring schaut, dann wird schon gesagt, was die Story ist. Ach so, da hast du es. Da musst du den Trailer gucken. Nicht zu nah ran, wenn er sich dreht, kann er einen treffen. Shit. Sterben sind 5000 von diesen schönen Runen, die ich gerne behalten möchte. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich gerade schneller als sonst sein. Ich glaube, das Let's Play bekommt 1000 Folgen. Safe. Naja, ich mache ja 2 Stunden Folgen. Das wird ja irgendwie zwangsläufig dazu. Dass es nicht ganz so viele Folgen braucht. Aber, es werden sicher viele Folgen. Es werden viele Folgen auf dem Let's Play Channel. Aber das ist halt in einer total gemütlichen Szenerie produziert. Ich mag es mal so sagen. Weil ich ja einfach streame, am Anfang eine Begrüßung mache. Die Leute können das Let's Play dann einschalten oder im Stream live dabei sein. Und dann einfach total chillig das nebenbei laufen lassen. Es ist halt ein Spiel, da kannst du super selber noch was nebenbei zocken und einfach dem Streamer zugucken oder das Let's Play gemütlich nebenbei laufen lassen. Müsste der jetzt nicht tot sein? Er ist doch gefallen. Das war eigentlich die Idee, ihn runterfahren zu lassen. Aber gut, dankeschön. Wie 6 Monate, Mann. Nein. Nein! Ich hab die
Seele nämlich noch nicht aufgenommen. Ach Mann, was ist denn los mit mir? Oh, ich hasse den Typen da oben jetzt. Ich hasse den jetzt. Kommt auf eine Liste. Ich schreibe eine Liste. Da kommen die Leute drauf, die ich hasse. Er steht ganz oben. Gut, 5000 sind weg. Kann mir irgendjemand erklären, wie der das geschafft hat, da oben stehen zu bleiben und nicht runtergefahren ist? Und Paco, danke nochmals. Die 6 Monate. Mich das ärgert. Ich dachte vor allem, der Typ ist einer von denen, die tötest du einmal, nachher ist er weg, aber der steht halt immer noch da. Deswegen hat mich das erste Mal jetzt überrascht. Einige Mobs haben ein Autoblock-System vor einem Abbau. Dann wird das bei dem wohl der Fall sein, ne? Dass der jetzt da nicht fahren kann. Ja, ärgerlich. Schade um die Gunst, aber... Da muss man sich halt dran gewöhnen, das ist halt Souls Games. Ich hab schon mehr Seelen verloren. Auf dumme Art und Weise. Versuch 3. Wenn es so weitergeht, habe ich weniger Versuche mehr Versuche bei ihm als beim Boss. Wie muss ich das jetzt machen? Kann ich da einfach drauf schießen und danach fällt das runter und dann fährt er rein und geht kaputt? Oder muss ich das timen? Da dürft ihr gerne spoilern, Chat. Haut einfach rein. Macht den Weg echt nicht nochmal laufen. Das timen. Okay, das braucht noch eine ordentliche Zeit zum Fallen.
Ah, ist ein Glaubensbogen. So viel entspannter, wenn er hier nicht die ganze Zeit rumsäbelt. GG, dankeschön. Ich kann schwören, den zweiten hat ihn auch getroffen, aber der ist irgendwie am Boden abgeprallt und dann ist er reingefahren und dann ist es explodiert. Das hat wohl nicht gereicht. Ja, also das hatten wir noch offen, die eine Höhle, ne? Ich bin jetzt doch verdammt viel länger hier drin gewesen, als ich ursprünglich geplant hatte. So ist das halt, so ist das halt manchmal. Wir haben noch eine Saat gekriegt, das heißt, ich kann noch ein Dingschen mitnehmen. Flakonchen. Sie heißen hier keine Flakons, sind keine Flakons hier, sondern wie heißen die? Ob ich mal andere Souls Games gespielt habe? Ja, Dark Souls 1, 2, 3, Bloodborne und Sekiro. Das einzige, was bei mir nicht auf der Liste ist, ist Demon's Souls. Lass es mal so. So wie ich es gemixt habe, ist gar nicht mal so bad. Also was haben wir jetzt für Möglichkeiten? Das ist hier das Grab unten. Etwas, was ich tatsächlich noch machen wollte, bevor ich gleich weitergehe, ist, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich mich da wirklich erkundigt habe. Also ob ich das wirklich angeschaut habe. Und danach gehen wir zu Sir William... Iron Fist hieß er. Whoop. Doch, wir waren da schon unten. Wir waren schon da. Sturmschleierschloss weitermachen. Das machen wir auch noch. Muss doch irgendwas auf sich damit auf sich haben. Ich will kurz was testen. Ich kann auch vom Rand runterspringen. Ich muss gar nicht so mühsam hochspringen. Oder außen rum. Aber habt ihr es gesehen? Da lag ein Item und oben beim Wasserfall sah es so aus, als ob man rein konnte. Und das will ich schnell machen. Also schnell. Kennt man schnell. Mann, wie schnell die Dungeons sind. 1,5 Stunden drin. Lul. Ja, das ist ja so semi-optimal, dass das da unten ist. Thank you.
Okay. Das ist kein effektiver Eingang. Na ja, komm, ich lass die Rune jetzt da. Ist wurscht. Das schaffe ich nicht mehr. Das schaffe ich kein zweites Mal, so punktgenau dahin zu springen. Wie viele waren es? Waren irgendwie nur 1000 oder so, ne? 1400. Das ist kein Weltuntergang. Also. Wir gehen jetzt hier oben hin. Das ist der Tunnel, das ist der Hintereingang. Und da kämpfen wir uns mal durch. Wo macht das Sinn? Wo kämpfe ich mich dann hin? Ist er überhaupt noch hier? Ja, da ist er noch. Hier draußen dieses Gebiet. Auch noch nie. Geh mal rein und gucke, wie stark die Feinde sind. Die sind so stark, dass ich die Tür nicht öffnen kann. Das ist natürlich sehr schade. Also von der Seite geht's nicht weiter. Offensichtlich nicht. Das heißt, wir können eigentlich ins Sturmschloss gehen dann. Ich möchte aber noch kurz das Gebiet hier oben erkunden. Ja, roll du den Hügel runter und ich renne hoch, okay? Und jeder sein Hobby. Hier da unten waren die Ruinen, wo ich die zwei Milizsoldaten her habe. Darf man Tipps geben? Nur wenn ich frage, also wenn ich sage, hey, ich brauche hier einen Ratschlag oder so, oder ich verlasse das Gebiet, nur dann. Liebst nur dann. Also in der Regel eigentlich, wenn ich so explizit danach frage, kann man gerne Tipps geben. Aber hier, das lassen wir einfach mal. Ich gehe davon aus, dass man das von der anderen Seite erst öffnen kann. Deswegen noch kurz chillen. So, das sieht mir nach einem nicht mehr Anfangsgebiet aus. Und an der Stelle gehen wir auch noch nicht weiter. Also das ist eigentlich der Rand. Sind das Gräber? War ich da? Ich bin, glaube ich, nur auf der Seite runter, oder? Okay. Ich schaue mir das noch schnell an, weil ich da, soweit ich weiß, nicht war. Danach gehen wir hier hoch. Weil ich mich an das nicht mehr erinnern kann. Und dann gehen wir hier durchs Schloss. Ja. Boss haben wir da schon weg. Was ich gemacht habe, die Bosskämpfe. Ich weiß nicht, wovon du redest. Deswegen gehe ich davon aus, nein. Ich bin im Schloss noch nirgendwo. Ich habe nur, wie hieß er, Margit. Den habe ich getötet. War super easy. Nur 2 Stunden gedauert. Und, mehr nicht. Ah ja, schau an, doch, das ist gut.
Ach so, die Siegelgefängnisse, die Blutritter. Zwei haben wir gemacht hier. Ich habe also die Waffe selbst, die ich trage, ist ja von einem dieser Bosse. Und dann einen anderen, den Frostdude. Also, das hier haben wir gemacht. Das meinst du, Siegelgefängnis? Das hier haben wir gemacht. Das war Eis. Das war der Bluthund. Mehr haben wir noch nicht gefunden. Sicher noch mehr, aber ich habe noch nicht mehr gefunden. Haufenweise gibt es davon auch, das dachte ich mir. Ist auch okay, hat ja Spaß gemacht. Warum werde ich dieses schleichende Gefühl nicht los? Dass hier irgendwo noch eine versteckte Höhle sein muss. Es ist einfach so zu viel Hang und alles. Die ganze Zeit nur Wölfe rumlungern. So, ich gehe noch kurz eine Dings nach. Das hier sieht mir nämlich auch nach dem Siegelgefängnis aus, nur halt noch nicht markiert. Deswegen gehen wir da mal schnell hoch zum Tor, reiten hoch und gucken, ob da wirklich das ist, was für das ich es halte. Und dann können wir in der nächsten Folge ins Dings gehen. Ins Sturmschloss. Ich spring runter, let's go. Falsch, Kreuz, falsch bin ich. Das ist der Controller, mit dem ich spiele. Ein stinknormaler Controller, PlayStation. Ich guck mich, ich guck hier trotzdem noch ein bisschen rum. Ich glaube, das da hatten wir genommen und dann sind die sogar runtergesprungen. Oder? Oder hoch. Weiß es gar nicht mehr. Den habt ihr mehr was wie ein Gullideckel, ja. Kanalarbeiter Nexus ist auf dem Weg. So, das müsste hier sein. Ja, habe ich den jetzt schon gemacht? Sturmhügel. Kann ich ja nichts verlieren, das heißt, wir gehen hier mal rein. Wer ist hier drin? Sieht ja geil aus. Oh. Ja, nicht nur ein Styler. Macht doch ordentlich Damage. Das Ding bei mir ist halt, ich habe ja nicht so viel auf Lebenspunkte investiert. Ich fress so viel Schaden. Aber den mache ich schon. Ich muss halt nur blocken und ausweichen. Je nachdem, was er gerade macht.
das sind, es ist eigentlich eine relativ langsame Abfolge. Es ist eigentlich eine relativ lange langsame Abfolge, die er macht. Sprich, da arbeiten wir mehr mit Ausweichen als mit Zuschlagen, mit Blocken. Ich glaube, ich wechsle auch kurz auf den Zweihänder dann. Wo nehme ich das überhaupt mit? Und dazu. Ich wollte eine Vorwärtsrolle auf ihn zu machen. Ist neu. Not bad. Ah, jedes Mal, wenn ich ansetze, macht er gerade, Mann. Nice, da ist er. Okay. Aspekt des Schmelztiegelschweif. Das ist wahrscheinlich genau den Move, den er auch gemacht hat, den wir jetzt drin haben. Ich vergesse, dass ich rausgekickt werde wieder. Das ist krass, Nexus ist krass. Ja, gut, ich hatte jetzt auch... Es war noch ein bisschen Glück dabei, ich habe nicht alle Moves von ihm gekannt, aber zwei, dreimal, viermal, fünfmal mehr sterben und dann ist, glaube ich, gut. Eben, die Schläge sind nicht so schnell, man kann denen gut ausweichen. Seine Glaubensfähigkeiten habe ich dann ein bisschen überrascht. Kostet recht viel FP. Muss ordentlich Schaden machen, ne? Du hast ihn viel zu früh gemacht, verschärflich. Oh, das glaube ich gerne. Wenn du hier sehr früh ankommst, ist das ein Biest. Ja, es kommt mega drauf an, wie weit du schon gelevelt hast, ob du dann bei den Gegnern ein bisschen länger sitzt oder nicht. Ich meine, ich bin jetzt mega hoch vom Level her, also für den. Ich krieg bei anderen dann wieder ordentlich auf die Fresse. Ich sehe das schon kommen. Aber es macht nichts, das ist ja auch der Reiz vom Spiel. Das hatte ich gar nicht angeguckt. Das war noch ein. Das sieht mal nach einem Friedhof aus. Wie viel hat er eigentlich gegeben? 3100. Ein bisschen weniger, glaube ich. Wahrscheinlich 2,8. Ich hatte den Riesen noch getötet.
Au, au. Einer von euch. Wie sieht's bei dir eigentlich nochmal aus? A pleasure to see you. Did you give the little chrysalids the message that I love them and that despite my craven heart, I'm sure I'll be joining their club soon enough. Nein, ich bin noch nicht da. Wo das auch immer ist. Ist es da? Also hier soll es links einen Friedhof geben, den hatte ich zumindest vorhin gesehen. Ist der auf der anderen Seite? Ist der unten? Gerade seinen Mate erschlagen. Du beneidest mich noch so viele Stunden vor mir. Ja, ich habe noch super viel zu tun. Ich bin eigentlich noch überhaupt nicht weit, weil wir einfach das Anfangsgebiet so schön erkundet haben. Das zählt als... super. Ja, also wie war das? Ich hätte da einen Friedhof gesehen. Ist das, wenn ich einfach hier entlang gehe? Ja, das ist hier unten. Da nur die Frage, wie ich da hochkomme. Mache ich alle wütend dadurch? Die wütend sind. Ach, nur die mache ich kaputt. Asche der Soldaten von Godric. Ey, mega. Wie viel brauchen die denn? Oh, cool. Aber einsetzen kann ich gerade keiner mehr, weil ich die vorhin schon eingesetzt hatte. Deswegen liebe ich es einfach, die Sachen wirklich ausführlich zu erkunden. Es ist einfach so viel Stuff zu finden gibt. Das ist so mega gut. Magiefett. Autsch. Das ist also Vergiftung. Das heißt, den ich beschwöre, müsste dann auch Gift machen. Genau, das hatte ich gesehen von unten. Ich hatte eigentlich gehofft, hier noch ein paar
Brünchen zu kriegen, die ich mitnehmen kann. So Pocket-Runen. Wenn man so will. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass sie hier nicht auch noch eine Höhle gemacht haben, wo man rein kann, oder? Edelstein. Auch schon mal was. Bleiben sie liegen. Scheint alles zu sein hier. Na gut, diese Wachen, die sind auch mega. Auch wenn sie mir vielleicht gar nicht viel bringen, aber ich bin einfach gerne am Sammeln. Okay, ich wollte eigentlich noch zu der anderen Lady hoch, um da wirklich zu gucken, wer das ist, weil ich kann mich beim besten Willen nicht mehr daran erinnern, wer da hinten sitzt. Das wollte ich nicht. Welche Rüstung wir für Magier empfehlen können? Ich gar nicht, weil ich habe keine Ahnung, aber vielleicht mein Chat. Da gibt es einige Experten, so wie es scheint. Also ich bin jetzt wieder runtergesprungen und das, was ich noch schnell machen wollte, ist, wer zum Kuckuck sie ist. Da. Oder er. Aber vom Namen her dachte ich, ist es sie. Ich weiß echt nicht mehr, wer das ist. Ich war hier nie. Ich war da gar nie. You, please, I can read them. Your fingers, please, your fingers. Oh, bless you. Foundation of gold tarnished. Traverse Rhea Lucaria, Glintstone Eventide, and reunite the half crescents at the Grand Lift. Oh, but the bridge is collapsed and cannot be crossed. Only, why should that matter? Stormvale Castle still stands tall. You, please, I can read them. Your fingers, please, your fingers. Oh. Das hat mich schon, danke. Ob ich alles von der Dungeon habe, wo wir vorhin drin waren? Keine Ahnung, ich dachte schon.
Sie sagt auch Sturmscheierschloss. Das ist ein Zeichen. Das machen wir in der nächsten Folge. Wenn nur kurz gucken, ob der Pfad hier hinführt. Ich finde es gut, dass man mit dem Ross einfach in die andere Richtung gucken kann, laufen klicken und dass er dann dreht. Also man hat wirklich eine 180-Grad-Drehung. Vielleicht auch 130, aber... Was ist das für ein Weg? Nicht nur ein Bein. Scheint mir ein Weg um das Schloss herum zu sein. Geheimer Pfad. Abkürzung zumindest. Sind die woanders? Wie schön ist das denn gemacht? Mega schön. Oh gut. Hello? Is someone there? My name is Hayata. And I'm journeying in search of the distant light. If I might be so bold as to ask, would you donate any Shibriri grapes in your possession to me? My eyesight has been weak since birth, you see. I can't tell which way I'm supposed to go next. But when I eat one of those grapes, I can feel a distant light in the back of my eyes. It will lead me to my true duty as a finger maiden. Hello? Is someone there? Would you donate any Shibriri grapes in your... I'm on a pilgrimage, and when I eat one of the... Mhm, so verstanden, danke. Ja. Ihr bringen wir diese also. So, das ist... das scheint auf der Rückseite des Schlosses zu sein. Ich will das Schloss aber schon noch erkunden. Und das machen wir in der nächsten Folge. Das heißt, in der nächsten Folge, meine Damen und Herren, wenn ihr es auf YouTube guckt natürlich, schauen wir uns das Schloss an. Da haben wir jetzt eine sehr, sehr lange Pause gemacht. Wir haben den Boss getötet, sind dann aber nicht mehr weiter. Also wir hatten hier unten den Boss gekillt und dann sind wir nicht mehr weitergegangen, weil ich das gesamte Gebiet erkundet hatte. Bedeutet, ich setze mich hier hin und in der nächsten Folge, meine Damen und Herren, geht's weiter mit diesem Schloss. Wenn ihr es auf YouTube guckt, lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da, ihr wisst, wie es funktioniert. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich freue mich drauf. Bis dann.